Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Last Cars, Folge 89. Diesmal kein Together. Basti kommt wieder bald dazu, aber gerade noch nicht. Wir sind mal kurz hier in Streier machen Quest. Wenn ihr euch gerade wundert, wow, was hat denn da alles oben drin? Etc. Das erkläre ich euch gleich. Moment. Dieses haben wir fertig. Machen wir mal kurz das und das weg und die dahin. Irgendwo gibt es noch eine Quest, die wir hier machen können. 50 Dark Trians. Nein. Okay, die hier sind es nicht. Das sind die alle wiederholenden Quests. Die brauchen wir gerade nicht. Dann gehen wir nochmal hier hin. Magic Shop. Nein, da müsste es der da hinten gewesen sein. Da war ja noch ein dritter gerade. Lukas has locked on. Naja, ich erkläre gleich, was hier los ist. Ihr wundert euch gerade bestimmt. Ich habe nämlich eben schon ein bisschen aufgenommen. Allerdings habe ich dann nicht festgestellt, dass ich nur Sound aufgenommen habe und nicht Ingame. Also, Fraps hat nicht aufgenommen. Das heißt, euch fehlt ein bisschen, aber wir haben nichts gemacht in der Zeit. Ich habe einfach nur erklärt eigentlich. Irgendwo gibt es hier noch eine Quest. Die will ich jetzt auch noch haben. Huhu, ja. Huhu. Welche ist denn die? Oder gab es die mit 113? Ich weiß es nicht. Ach, egal. Wir machen jetzt erstmal diese Quest. Sample of Posen. Collect Posen Fox. Kann man einfach... Mit 20 Prossi Farm. Ja, mach halt. Wir gehen da unten jetzt erstmal hin. Moment, wo müssen wir da lang? Hier. Mach halt. Sorry, dass ich gerade ein bisschen nett bin. Und ja, jetzt zu den Cash-Sachen da oben. Ich habe da heute das zweite Mal von mir selber aus Cash geladen, 25er. Das heißt, am Anfang des Let's Plays, als ich komplett angefangen hatte, hatte ich einmal 10 Euro und jetzt 25. Der Rest wurde mir komplett geschenkt. Also auch jede Passive-Card, das egal, ob es mir gerade glaubt oder nicht, es ist einfach so. Weiß ja nicht, ob es besser ist als Bastis. Oh, jetzt fährt draußen irgendein lautes Gerät lang. Das habt ihr vielleicht gerade gehört, so ein ja, es wird immer noch lang. Nein, mir egal, ich nehme einfach lauter auf, dann hört ihr es nicht mehr. Und das, ja, eigentlich bin ich auch froh darüber, dass der Anfang nicht aufgenommen wurde, denn da sind ein paar peinliche Sachen passiert. Ich glaube, ich habe viermal die Aufnahme unterbrochen, weil jedes Mal, entweder ist meine Schwester torkelnd vor der Tür hin und her gerannt und hat geschrien, oder einfach nur meine Mutter kam rein, hat einfach blöd hin und her geredet, etc. Aber das will ich gerade nicht weiter drauf eingehen. Wir killen jetzt erstmal Dings hier. Mit der plus 28er Waffe haben wir immer noch. Dazu muss ich auch noch wieder was sagen. Von gestern Abend haben wir noch eine plus 28er Waffe. Ich nehme gerade auf morgens und es ist noch dieselbe. Ne, derselbe Tag halt. Wegen der plus 28er Waffe. Der plus 28er Waffe hält ja wie lange? 24 Stunden. Also sind es immer noch in den Rahmen der 24 Stunden. Allerdings habe ich heute dann halt Cash geladen, weil ich gesehen habe, plus 28er Raffi für 400 Cash. Habe ich mir nochmal eingekauft. Den habe ich auch schon in Inventar, glaube ich. Moment, wo sind die? Hier. Zwei Stück haben wir noch. Nein. Einer ist aber noch unten drin, der mir geschickt wurde. Das heißt, zwei Stück haben wir noch, ja. Eins von sieben haben wir hier gekillt. Wir haben mal eine Lilie rein. Zack. Und wir werden jetzt erstmal hier weitermachen. Und gleich in Nairat, auch noch in der Aufnahme. Zack. Also, naja, in dieser Folge weiß ich nicht, aber in dieser Aufnahme halt, ne? Für alle, die den Unterschied zwischen Aufnahme und Folge nicht kennen, dann, ja. Wir hauen jetzt erstmal einen Gilden-Skill rein, damit wir noch mehr Angriff haben. 6000 Angriff haben wir jetzt. Zieht schon heftig ab, ne? Da kann man gar nicht meckern. Und wir sind Level 112 mit fast 60%. Die Mobs, ich habe gerade nicht drauf geachtet, 0,07% geben die mir, glaube ich. Naja, nicht so der Burner, aber was können wir machen? Och, Mann, ich will gerade nicht im Gilden-Chat schreiben. Ich nehme auf, kann gerade nicht. Sorry. Ich finde das immer voll, keine Ahnung, als wenn man sich gar nicht auf die Aufnahme konzentrieren würde, wenn man einfach die ganze Zeit nebenbei im Gildenchat mitschreibt und was weiß ich und ja, das ist einfach, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ich mag das einfach nicht. Und dann tut's mir halt leid. Naja, nebenbei rendere ich noch, da habe ich schon vorhin angefangen. Jetzt schon 15,6%, geht halt viel langsamer, wenn man aufnimmt, aber was soll's. Wir haben 4 von 7. Die Quest gehen wir dann halt gleich ab, kriegen nochmal ungefähr 10%, die gibt 1,5 Milliarden, glaube ich. Dann haben wir 4,5 Milliarden dazu und das sind ja schon ein paar Prozente. Ich schätze mal so auf die 10%, dann haben wir 70%, würde ich schätzen. Und dann gehen wir, glaube ich, wieder nach Nairat, weil die nächste Quest gibt es hier erst mit 113 und das ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben in Nairat nur das Problem, dass wir... Ich weiß jetzt, wo Kamira ist, dieser Kamira-Ding. Allerdings ist er umgeben von Hunderttausenden von 124er-Habchen.
Die sind, bewegen sich einfach mal so schnell, dass, und die hauen ungefähr 2000 Damage rein. Trotz den Greatest HP und MP Boost, Schild, was weiß ich, was da alles drin habe. Wurden, oh, geschafft. Wo müssen wir abgeben? Irgendwo in der Stadt, okay. Dann gehen wir mal schön ab. Wo ist das? Da hinten. Da. Warum sieht man das gerade nicht auf der Karte? Ja, wunderschöne Karte mal wieder. Ich schätze mal hier. Ah, sehr schön. Otus Fork. Zack. Na, 9% gekriegt. Ist fast so, wie ich sagte. Dann gehen wir jetzt zurück nach Nairat, würde ich jetzt sagen, oder? Wir haben übrigens, Moment, vorhin im Schreier 3 Glücksteine für jeweils 35 Millionen und 3 Random Booster für 60 Millionen abgeholt. Und nochmal 3 Random Booster reingestellt. Die Glücksteine hatte ich die ganze Zeit im Inventar drin liegen. Seit Folge 30 oder was weiß ich. Und die habe ich dann einfach mal reingehauen. Könnt ihr, falls ihr mir nicht glaubt, irgendeine alte Folge angucken. Da hatte ich so halt. Jedes Mal, wenn ich das Inventar öffne, könnt ihr einfach mal suchen. Falls ihr es mir nicht glaubt. Und wir gehen jetzt zurück nach Nairat. Habe ich auch schon dreimal erwähnt, glaube ich. Ne? Keine Ahnung. Ihr müsst mich entschuldigen. Ich bin gerade übelst verpennt. Ich habe die ganze Nacht einfach nur gehofft. Was ist denn hier los? Die ganze Nacht einfach nur gerendert. Und irgendwann bin ich eingepennt. Habe jetzt schon zwei Folgen von der gestrigen Aufnahme gerendert. Einmal 88, einmal 88,75. Gerade rendere ich die Einleitung. Oder ich weiß ja nicht, wie ich es genannt habe. Wieso kloppen wir die Viecher eigentlich gerade? Ah, keine Ahnung. Wir haben übrigens noch eine 168 Tage Skillpill drin. 4 Stück von denen haben wir. Habe ich das eigentlich alles schon gezeigt? Oder war es in der Fail-Aufnahme davor? Weiß ich gerade nicht. Also wir haben 5 Hermes-Tranke gekauft, 5 Critical-Tranke, dann noch 30 Tage Ruf haben wir durch das 30-Tage-Paket und so weiter. Muss ich das gerade alles erzählen? Nee, ne? Nee. Ist ja nicht mehr so wichtig. Wir kümmern uns eigentlich nur noch ums Level-Abkommen, würde ich jetzt mal schätzen. Oder? Ja, eigentlich schon. Und wir nochmal diese Quests hier auf. 7 Mages. Mages, yeah. Und 7 Beschwörer, okay. Man sieht schon, die hauen übelst rein. Liegt halt an unserer überkrassen Rüstung. Ich war schon am Überlegen, ob ich mal einen plus 28 rauf hier auf eine Rüssi raufhaue. Ja, hört sich vielleicht mies an. Aber wenn ich hier so angucke, 626 plus 3100 Angriff, so wird er bei der Rüssi dann auch sein. Dann hätten wir ja sozusagen, was weiß ich, wie viel, aber übelst viel Rüssi. Verteidigung. Aber ich schätze, das wird es nicht so bringen, wie ich mir gerade vorstelle, oder? Und daher mache ich es lieber nicht. Wir hauen mal Velo rein. Und ein Skill. Schade, nicht tot. Naja, egal. Wir haben Zeit. Und wir hauen nochmal die Buffs hier rein. Zack, zack, zack. Die Soul hauen wir auch gleich mal weg. Sind wir jetzt auch gewöhnt, die Viecher. Mal gucken, ob die Quest was bringt. Wenn das eine unendlich wiederholbare Quest ist. Keine Ahnung, ob wir das dann wiederholen. Mal sehen. Hab mir jetzt angeguckt, bis 113 gibt es nur noch diese beiden Quests. Einmal die mit den Chimera. Moment, wie viel bringen die hier? Ah, 0,1, okay. Einmal die mit der Chimera und einmal die mit dem Teil, was wir abgeben müssen. Aber ich weiß nicht, wo wir es abgeben müssen. Ich habe mir die deutschen Quests alle mal durchgelesen. Und da mussten wir halt einmal... Chimera ist hier in der Mitte, genau in der Mitte bei diesem Ding anscheinend. Allerdings habe ich nicht gefunden und... Ja... Da sind dann überall Harpchen und wir sterben, weil da ungefähr 5 Harpchen gleichzeitig auf einen einpreschen. Und das will ich nicht nochmal hin erstmal. Das machen wir später. Oder ich... Ah, ich weiß nicht. Muss ich mal gucken. Vielleicht in der Gruppe mit Basti wäre das natürlich geiler. Das auf jeden Fall. 5 von 7. Da oben ist gerade was respawned. Egal. Wir kloppen hier unten weiter. Eigentlich kann man hier aber auch gut farmen, ne? 3217 schon. Achso, 3 haben wir durch die F-Quest gekriegt. Okay, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr wegen der Skillpille, ich weiß ja nicht. Ach, was soll's. Wie viel brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Sorcerer. Wir killen trotzdem die Mages noch dazu. Ey, ich habe hier schon 1% gemacht. So schlimm geht das gar nicht. Aber, ja, wenn ich jetzt mal einen EP-Sam reinhauen würde, dann wäre das was anderes. Aber ich habe ja gerade Igni drin, deshalb geht das gerade ein bisschen schneller. Achso, wir brauchen noch einen Beschwörer, ne? Ja, hauen wir sofort. Moment bitte. Netz, boah, ich bin ein richtiger Gangster. Mein Drake kommt angeflogen und wir hauen jetzt diesen Sorcerer. Da müssen wir die Quest erledigt haben. Und die gehen wir dann gleich mal in Nairat ab. Also in der Stadt. Hier nochmal den Mob. Oh, den Mob, ne? Ich kann solche Charakter-Mobs irgendwie überhaupt nicht als Mob sehen, weil das irgendwie für mich Charaktere sind. So. Cars halt einfach
Als wenn ich dagegen irgendwie in einem PvP kämpfen würde, ist das für mich. Nur ein bisschen schlechter halt. Oder besser, ich weiß es nicht, wie man es nimmt. Eigentlich schlechter, weil in PvP würde man nicht so viele auf einmal legen. Und wir geben jetzt hier mal die Quest ab. Zack. Und 1,5%, ja, die Quest können wir aber nicht wiederholen anscheinend. Müssen wir wahrscheinlich aus Neira draußen wieder rein, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es nicht. Oder ausloggen, keine Ahnung. Mit 72,5%. Die Aufnahme ist 10,5 Minuten schon lang. Dann werde ich jetzt so machen. Wir sind gerade bei Folge 89. Ich werde mich jetzt hier verabschieden von euch, aber ich werde trotzdem weiter aufnehmen und schon die nächste Folge machen. Und ich würde nur sagen, haut da rein und wir sehen uns gleich wieder. Tschüsselchen.